Ja, sehr verehrter Wolfgang Kohlhaase, verehrte Frau Kohlhaase, lieber Günther Akter, sehr geehrtes Publikum, wir sind heute Abend irgendwie unter uns, stelle ich gerade fest, mehr oder weniger. Umso mehr freue ich mich, dass Sie hier sind an diesem verregneten, aber besonderen Buchmesseabend hier bei uns im Kino des Deutschen Filmmuseums. Zu einem Abend mit Gesprächen, Lesungen, Film und einem besonderen Gast, über dessen Anwesenheit wir uns sehr freuen und die uns ehrt. Wolfgang Kohlhaase, einer der bedeutendsten Drehbuchautoren der deutschen Filmgeschichte. Und damit meine ich tatsächlich die Filmgeschichte von ihren Anfängen an. Ein Meister, wie Sie wissen, der deutschen Sprache, der in knappen, klugen, witzigen oder auch lakonischen Sätzen seinen Figuren Kontur, Farbe und Charakter gibt, der sie zeichnet mit seinen Worten. Als Poesie in Kurzform wurde seine Kunst des Drehbuchschreibens einmal in einer Hommage der Wochenzeitung Die Zeit genannt. Und das zeichnet ja die wirklich guten Filme aus, jedenfalls diejenigen, die den Eskapismus verweigern und nah, ganz nah an der Wirklichkeit bleiben, dass sie beides sind, realistisch und poetisch. Es gibt also zahllose Figuren in den Filmen, für die Wolfgang Kohlhaase das Drehbuch geschrieben hat oder Regie führte, die ebenso wahrheitsgetreu wie präzise geschildert sind in ihrer konkreten Zeit, ihrer sozialen Situation, in ihrem Alltag und doch mit ihren Träumen, Sehnsüchten, ihren Utopien über sich und die gegebene Situation hinausweisen, was sie irgendwie tiefgründiger und vor allem menschlicher macht. Das gilt für eine Berliner Romanze von 1955 oder einer der berühmtesten Berlin-Ecke Schönhauser aus 57, Berlin um die Ecke aus 65, der erst 87 uraufgeführt worden ist. Der Klassiker Ich war 19, Solo Sunny, wir wissen ja inzwischen, das ist der Lieblingsfilm unserer Kanzlerin. Die Stille nach dem Schuss, Sommer vorm Balkon, oder sagt der Hesse, Sommer vorm Balkon. Whisky mit Wodka aus 2007 bis 2009, um nur einige wenige Titel aus einem Oeuvre von 62 Filmen zu nennen. Ja, und wir freuen uns außerordentlich, Sie, lieber Kohlhaase, heute mit Ihrem neuen Buch Um die Ecke in die Welt, das zu dieser Buchmesse hier in Frankfurt erschienen ist, hier bei uns willkommen heißen zu dürfen. Und unser Dank gilt dem Herausgeber, unserem geschätzten Kollegen Günther Akte. Wo sitzt er überhaupt? Ah, ja. Ganz herzlichen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung und dass sozusagen der Abend mit Ihrer Hilfe heute hier zusammen zustande gekommen ist. Und das verdient, denke ich, auch einen Applaus. Dankeschön, Herr Akte. Dramaturgie ist ein System von Regeln gegen die permanente Bereitschaft des Publikums, sich zu langweilen. Und Sie, lieber Herr Kohlhaase, haben es immer verstanden, Ihr Publikum diese Bereitschaft vergessen zu lassen. Andreas Dresen hat diesen Satz von Ihnen zitiert im Vorwort Ihres Buches. Er ist einer der vielen herausragenden Regisseure, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, wie Gerhard Klein, Zlatan Dudow, Kurt Metzig, Konrad Wolf, Frank Beyer, Bernhard Wicki, Volker Schlöndorff, Philipp Stölzl, name it. Und das wundervolle Ergebnis Ihrer ersten Zusammenarbeit mit Andreas Dresen werden wir im Anschluss sehen, Sommer vorm Balkon. Über Filme und Freunde heißt der Untertitel Ihres Buches, das Ihre Texte eben erhellende Reflexionen über eigene und andere Filme, über Film, Leben, Kunst und Gesellschaft und eben über Kollegen und Freunde versammelt. Wir freuen uns, dass Sie uns heute daraus vorlesen werden. Und nach dem Film können Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, gerne Fragen an Wolfgang Kohlhaase stellen. Zunächst aber bitte ich Sie herzlich, hier nach vorne zu kommen, zusammen mit Günther Akte, der mit Ihnen ein Gespräch führt, bevor Sie aus Ihrem Buch lesen.
Und wie schon gesagt, es sind Buchmessezeiten. Ich muss mich entschuldigen, weil oben Berlinale-Chef Dieter Kosslick mit 90 Gästen wartet. So ist es in dem ansonsten etwas ruhigeren Frankfurt zu Zeiten dieser vielen, vielen parallelen Veranstaltungen während unserer Buchmesse. Genießen jedenfalls Sie diesen Abend. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und bitte schön, die Herren. Dankeschön. Ja, das Gespräch führen die beiden Herren ist schon an, Herr Akte. Ich habe alles schon angemacht. Kommen Sie doch mit in die Mitte noch. Genau, es geht um dieses Buch. Frau Dillmann hat es gerade gesagt, um die Ecke in die Welt. Und das ist ja ein Buch, das Sie jetzt nicht gerade neu geschrieben haben, Herr Kohlhase. Eine Zweitnutzung. Können Sie uns erzählen, wie es dazu kam? Vielleicht auch im Zusammenspiel mit Herrn Akte, der das ja herausgegeben hat. Ja, ich habe, es bleibt ja nicht aus, dass man sich hin und wieder äußert zu den Dingen, die mit Arbeit zu tun haben, mit Menschen, die man kannte. Und ich habe das nur nie gesammelt, sondern es war hier und da verstreut. Und Herr Akte kam auf den Gedanken, der mir zunächst verwegen erschien, sich das alles mal anzusehen. Und man muss ja nicht alles, was man jemals gesagt hat, aufheben. Das ist auch viel Unnötiges dabei. Aber er hat sich dann dieser Mühe unterzogen und so ist letzten Endes dieses Buch entstanden. Das ist ich lasse besonders. nicht zu, dass die Texte von Kohlhaase so klein geredet werden, wie er das Genau. jetzt macht. Das lasse ich nicht zu, weil ich bin Filmhistoriker und habe mich schon sehr lange natürlich mit Kinoproduktion beschäftigt und habe immer all die Jahre über aufmerksam gelesen, was deutsche Filmleute, Kameraleute, Regisseure, Autoren, Schauspieler auch, über ihr Fach sagen. In Interviews, in einzelnen Zeitungsartikeln und dergleichen. Und da ist mir schon sehr früh aufgefallen, dass die Stimme von Kohlhaase in der deutschen Presse, wenn ich es mal so sage, und auch in der Fachpresse, eine eigene Note hat. Er schwätzt nicht, er redet über sein Fach sehr konkret, sehr präzise, auch ironisch, auch pointiert, auch heiter, aber doch immer sehr genau. Und diese besondere Stilistik, fand ich, ist eine Kostbarkeit in der deutschen, im deutschen Feuilleton der letzten 50 Jahre. Und ich habe immer bedauert, wenn diese Text, dass diese Texte so an verstreuten Stellen, ganz weit weg, überall mal da einer, da einer, da einer abgedruckt worden sind. Und dachte, man müsste irgendwie mal das alles sammeln. Weil es doch eigentlich wichtig ist, auch für die deutsche Sprache, um das mal so zu sagen, für das Feuilleton, für die deutsche Sprache auch. Wichtig ist, dass solche kostbaren Texte gesammelt da sind. Und dann dauert es noch ein Weilchen, bis dann die Idee entstand, so ein Sammelband zu machen. Und das habe ich dann gemacht und gesammelt und gesucht. Das war zum Teil mühselig und aufwendig und Wenn ich da einhaken darf, die Filmografie von Herrn Kohlhase beginnt ja im Jahr 1952. Dementsprechend ist das ja eine ganz schön lange Zeit, aus der Sie Texte so ist es. zusammengesammelt Obwohl die ersten Texte von Kohlhaase aus dem Jahr 1947 sind und den allerersten filmbezogenen Text aus dem Jahr 1947 haben wir hier auch abgedruckt. Das ist ein Porträt über eine damals ganz junge, ganz dünne Schauspielerin, Edith Hanke. Klimbim, wenn Sie wissen, was ich meine. Und das ist, bitteschön, lesen Sie es selbst. Das ist, wie gesagt, das sind, wie ich finde, vom Feuilleton, vom Stil, von der Sprache her, kostbare, wichtige, schöne Texte. Die liest man nicht runter wie die Bildzeitung oder ein Krimi oder sowas, sondern das ist schon was mit Anspruch, auch mit Vergnügen. Und man kann sich auch auf Entdeckungsreise begeben. Und es ist auch ein Blätterbuch, man kann hin und her blättern. Edith Hanke 1947, aber eben auch Sommer vorm Balkon vor ein paar Jahren und dergleichen. Noch ein Satz, wenn Sie gestatten, eine extra Abteilung dieses Buches war, Kulas hat über die Jahre hin auch kleine Porträts über Kollegen und Freunde geschrieben. Manchmal Nachrufe. Wenn einer so alt wird wie er, dann ist das sozusagen eine natürliche Erscheinung, dass man sich auch von Freunden verabschieden muss. Aber, oder Glückwünsche zu Geburtstagen oder eben auch zu anderen Anlässen. Hat er so kleine Miniaturen über Künstler, Kollegen, Freunde, eine auch über seinen Vater geschrieben.
Und das sind sozusagen Perlen der Verehrung, der Liebe zu den dargestellten Leuten, aber eben auch Kostbarkeiten der Formulierung des Witzes, auch dort, wo was verschwiegen wird, dort, wo das auch wiederholt wird. Natürlich auch jede Menge Witze, das ist klar, und ironische Wendungen. Das sind sozusagen, das ist eine extra Abteilung, die ich lege Ihnen das ganze Buch ans Herz, lege Ihnen ans Herz, hin und her zu blättern, und dann natürlich lege ich Ihnen auch diese Porträts ans Herz. Wie gesagt, es sind insgesamt 65 Texte zum Hin- und Herblättern, und Sie werden einen großen Gewinn haben davon. Und es lohnt sich vor allen Dingen deshalb, weil Andreas Dresen sagt über diesen Mann, fast jeder Satz, den er sagt, der ist zum Mitschreiben. Hier, Günther Achter hat es mal getan und hat es zusammengefasst. Sie können es dann einfach nachlesen. Ich würde sagen, an dieser Stelle wünschen wir Ihnen einfach ganz viel Spaß jetzt bei der Lesung von Wolfgang Kohlhase. Also Ihr ja. Platz, Ihr Tisch. Oder wollen Sie noch was sagen? Dankeschön. Ich altere auf der Stelle, wenn ich das alles höre. Das wollen wir nicht. Ja. Geben Sie mir das Mikrofon. Ja. Ihr Platz, bitteschön. Was ich Ihnen vorlesen will, hat damit zu tun, wie ich lesen lernte. Denn bevor man schreibt, liest man ja in der Regel. Und bevor man Filme macht, sollte man sich ein paar angesehen haben. Das handelt von einem sehr durchschnittlichen jungen Mann, ein Kind, das ich damals war, und erzählt, wie ich lesen lernte. Bei meiner Tante Elfriede gab es ein Zillebuch, bei meiner Tante Ella eins von Wilhelm Busch. Die Erwachsenen widmeten sich einem Kartenspiel, das Mauscheln hieß. Sie riefen sich zu, sie würden mitgehen oder zu Hause bleiben. Oder die Männer spielten einen mit besonderen Redensarten gewürzten Skat und die Frauen erzählten sich etwas. Ich hatte lange Nachmittage vor mir und blätterte in den Büchern. Zilles Zeichnungen hielt ich für Witze. Ich buchstabierte mir die Unterschriften zusammen, meist kam ich nicht hinter den Sinn. Wenn man die Bilder länger ansah, wusste man nicht genau, ob sie komisch waren oder nicht. Ich wunderte mich, warum manche Frauen so dünn waren und andere so dick und wieder andere so dünn und so dick zugleich. Besonders gefielen mir die überfüllten Badeanstalten, in denen alles durcheinander krabbelte. Die Männer trugen unglaubliche quergestreifte Badeanzüge mit langen Beinen. Wenn ich irgendwo solche Männer sehe, im Film oder im Varieté, freue ich mich wie damals. Wilhelm Busch verstand ich besser, weil er richtige Geschichten erzählte, die hinten eine Moral hatten. Tante Ella las mir verschiedentlich mit hochgezogenen Augenbrauen und übertriebener Betonung etwas von einem Frosch vor. Es endete mit dem Reim: 3 Wochen war der Frosch so krank, jetzt raucht er wieder. Gott sei Dank. Es entging ihr, dass mich kein Tier aus ihrem Buch so wenig interessierte wie dieser Frosch. Erstens, weil sie mir dauernd von ihm vorlas, und zweitens, weil ich mich für arme, kranke Frösche schon zu erwachsen fühlte. Ich war 7 Jahre alt. Auch Max und Moritz waren kaum noch meine Leute. Meine Sache waren mindestens die Räuber, die in schwarzer Nacht eine einsame Mühle beschleichen und von der listigen Müllerstochter mit Hilfe der Maltechnik um ihr böses Leben gebracht werden. Ehe ich zu dieser Geschichte gelangte, kam ich jedes Mal an den Versuchungen des heiligen Antonius vorbei, die ich schon deshalb nicht mochte, weil ich nicht wusste, was Versuchungen waren. Mir fällt ein, dass ich auch nicht danach fragte. Ich war in das Bilderbuch hineingekrochen, vor dem ich saß, zu krumm übrigens in den Augen meiner Mutter. Ich steckte in einer anderen Haut und in einer anderen Welt, und es fiel mir nicht ein, da jemand hinzuzurufen, einen Erwachsenen, der nicht ahnen konnte, was mir gerade widerfuhr. Auch jetzt ist Lesen mir ein Vergnügen stiller Art, ein sehr persönlicher Gewinn, den ich ungern teilen und oft nicht einmal mitteilen will.
Zweimal im Jahr, zu Weihnachten und zum Geburtstag, schenkte mir Tante Ella ein Buch. So kam ich zu Grimms Kinder- und Hausmärchen, zu den schönsten Sagen des klassischen Altertums, bearbeitet für die deutsche Jugend eine Unterzeile, die meinen vagen Argwohn erregte, zu den nordischen Götter- und Heldensagen, zu den wichtigsten deutschen Gespenstersagen, sowie zu zwei Bänden Karl May und einem Buch über Cortez, den Eroberer. Rumpelstilzchen, Rapunzel und der Teufel mit den drei goldenen Haaren gefielen mir besser als Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel, vielleicht weil ich sie selbst im tiefen Märchenwald entdeckte. Natürlich stellte ich mir vor, dass ich Herakles wäre. Zusätzlich war ich mit dem Wunderschwert Baldung ausgerüstet. Von allen Gespenstern beschäftigten mich am meisten die weißen Frauen, die lautlos durch Wände gehen und Unheil ankündigen. Ich glaubte nicht, dass es in Berlin welche gab. Aber bei meinen Großeltern in Pommern, wo ich in den Ferien in einer Dachstube schlief, zitterte ich mich einige Sommerwochen lang in der sicheren Erwartung einer weißen Frau in den Schlaf. Der nie verreiste, biedere sächsische Übermensch Karl May, an dem die Untugend auf allen Kontinenten scheiterte, gewann zu gegebener Zeit meine Anteilnahme, aber keine besonders tiefe. Mir missfielen seine langatmigen moralischen Erörterungen. Dass die Bösewichter immer ermahnt und wieder laufen gelassen wurden, bis sie endlich per Gottesurteil in irgendeine Schlucht fielen, entsprach nicht meinem handfesten Gerechtigkeitsbedürfnis. Eventuell hatte ich auch ein richtiges Gefühl für falsche Töne, für den verfehlten Ehrgeiz des Karl May, sich in eine Schriftstellerei anderer Art zu mogeln. Aber immerhin erinnere ich mich seinetwegen an die Vorfreude des Lesens, an dicke handliche Bände mit festem Pappdeckel, und man wusste genug im Voraus, um es genau wissen zu wollen. Meine Eltern besaßen 10 oder 12 Bücher. Da sie nicht darin lasen, entdeckte ich sie zufällig unten im Schrank. Es war eine merkwürdige Reihe, ich kann nicht sagen, was sie sich davon selbst angeschafft haben. Gedichte im Goldschnitt mit einem Schloss am Deckel, ein verschnörkelt gedrucktes Vortragsbuch für Humoristen, von dessen zweiter Seite der Verfasser oder Herausgeber ein knebelbärtiger Kahlkopf einen mit heiterer Würde ansah, ein anderer Band Gedichte von Cäsar Fleischlen, ein christlicher Ratgeber für den pommerschen Haushalt, ein Biologiebuch von 1908, ein Lehrbuch des Maschinenbaus und zwei Romane, in die ich mich vertiefte. Einer hieß Ivanhoe. Er entführte mich in die frühen englischen Wälder und bereicherte das Arsenal von guten und schlimmen Figuren, mit denen ich vor dem Einschlafen umging, um den schwarzen Ritter, den Templer und den grünen Bogenschützen. Am Ende bemerkte ich, dass es sich nur um einen ersten Band handelte. So blieb mir ungewiss, ob Richard Löwenherz doch noch nach Hause gekommen ist. Das andere Buch war in unscheinbares braunes Papier eingeschlagen. Nach einer Stunde, atemlos, überwältigt, wusste ich, es war das Schönste, das ich je gelesen hatte. Es hieß Tom Sawyers Abenteuer und Streiche. Ich saß verzaubert auf dem Fußboden, das Buch vor mir auf dem Stuhl. Im Schlafzimmer surrte die Nähmaschine meiner Mutter. Ab und zu ging sie durchs Wohnzimmer in die Küche und sagte, was sie immer sagte, ich solle nicht zu krumm sitzen. Und draußen schneie es. Tatsächlich, vor dem Fenster fiel Schnee. Aber was ging mich das an? Ich war dabei, wie Tom auf schlaue Art einen Zaun strich und auch noch die Bibel in der Sonntagsschule ergatterte und einen Schatz suchte und auf der Jackson-Insel im Mississippi als Pirat lebte und zwischendurch zu Hause unter dem Bett lag und zuhörte, wie seine Tante Polly klagte, er wäre tot. Aber alles war aufs Wort zu glauben, fern und doch nah, ein Städtchen in Amerika und eine weite, lustige Welt,
die niemand für die deutsche Jugend bearbeitet zu haben schien. Ich fragte mich, ob es sich lohne, außer Tom Sawyer noch weitere Bücher zu besetzen. Aber als ich nicht so sehr viel später überlegte, welches von meinen Büchern ich retten würde, entschied ich mich für Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. Ich wollte dringlich zur Marine. Inzwischen war ja Krieg. Obgleich ich mich an seinen ersten Tag entsinne, an eine Rede, die man uns auf dem Schulhof hielt, an die ernsten Gesichter meiner Eltern, hat er kaum merklich für mich begonnen. Ein Bilderbuchkrieg, ein Lesebuchkrieg, in dem immer die anderen verloren. Das bewiesen schon die Buchumschläge im Warenhaus Hertie. Die Flugzeuge der Feinde stürzten brennend vom Himmel, ihre Schiffe versanken im aufschäumenden Meer, in ihren Gesichtern malte sich Entsetzen. Die eigenen Soldaten dagegen führten den Krieg mit Mut und Humor, auf den Fotos lachten sie unter schräg sitzenden Käppis, sie malten Striche an ihre Flugzeuge und jeder Strich war ein Sieg, sie hielten Katzen und kleine Hunde im Arm und die brachten ihnen Glück. Von oben, mit den Augen der Flieger, blickte man in leergebrannte französische Häuser. Tante Ella schenkte mir unbeirrt Coopers Lederstrumpf. Ich wusste ihr vorübergehend wenig Dank. Vorübergehend, sage ich, denn der Krieg ging anders weiter, als es die forsch geschriebenen Bücher erwarten ließen. Nicht, dass ich ihnen bewusst misstraut hätte, aber ihr Glanz wurde matt. Die Jagdflieger und U-Boot-Kommandanten traten zurück ins Glied zu Huronen, Delawaren, Rifkabylen, Inkas, Mormonen, Goten, Fallenstellern und Grizzlybären. Die Rocky Mountains blieben geheimnisvoll und verlockend. Leergebrannte Häuser konnte man eines Tages auch aus der Nähe sehen. Sie rochen beißend nach kaltem Qualm. Noch waren wir stolz darauf. Noch stritten wir, wer näher an den Bombentrichtern wohnte. Aber einen Sommer und einen Winter weiter, als man nach den Moskitos am frühen Abend die Uhr stellen konnte, so regelmäßig kamen sie, als die klaren Tage die Bombe anlockten und sich gegen Mittag Wolken hoch mit Rauch trübten, als selbst in der Wochenschau nur noch um deutsche Städte gekämpft wurde, da las ich, 14-jährig und bestürzend verliebt in ein Mädchen namens Inge, zerfledderte Kriminalromane, die wir uns Reihe umbeugten. Ihr Personal trug markante englische Namen. Englisch war schick geworden. Die Schmöker taten möglicherweise ihr Gutes. Wenn ich mir die stabile Privatwelt pocktennarbiger Untäter und rächender Detektive vorstellte, entwich ich der Zwangsvorstellung eines dämonischen völkischen Endkampfes. Wenn ich in den Spelunken von Soho untertauchte, entfernte ich mich ein kleines, aber wichtiges Stück aus dem Schicksalsdrama der Nibelungen, das am Ende mit Panzerfäusten und von Halbwüchsigen gespielt wurde. Die Zeit danach ist angefüllt mit fremden Gesichtern und Uniformen, fremder Sprache, fremden Liedern, ein fantastischer Einbruch von Unbekanntem in die Kulisse meiner Kindheit. Tafeln wurden aufgestellt. Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk aber bleibt. Über dem Wettbüro am Markt hing ein Schild »Antifaschistische Front«. Ein kleiner, magerer Mann in Zivil stand in der offenen Tür, als warte er auf jemand. In einer der neuen Zeitungen, in Fortsetzungen, von denen ich nach Kartoffeln und Kohlrüben unterwegs viele verpasste, erschien ein Roman. Dann konnte man ihn auch kaufen, ein Pappeinband, graues Papier. Ich las, wie ich seit Tom Sawyer nicht gelesen hatte. Nur wäre Verzauberung nicht das Wort, um den Zustand zu bezeichnen, in den ich geriet. Eher wurde ich entzaubert. Das Buch handelte von dem Untergang einer Armee in einer Stadt. Die Stadt war Stalingrad und so hieß das Buch. Es fing an mit dem Satz, und da war Gnotke.
Gnottke, ein Unteroffizier, strafversetzt zum Minensucher, war einer von denen, über die berichtet wurde. Soldaten, Offiziere, Generäle, Leute mit verschiedenem Ehrgeiz, mit spät oder nie erwachtem Gewissen, verblendet, verzweifelt, stumpfsinnig. Das Feuer wurde ihnen zu heiß und die Steppe zu kalt. Zum Schluss, ehe sie zugrunde gingen, ging ihnen auch noch der Grund verloren, warum sie so weit marschiert waren. Ich las und hatte ein für alle Mal verstanden, warum der Krieg nach langen Wegen enden musste, wo ich wohnte. Meine Kinderzeit, gemischt aus kleinem Glück und allgemeiner Katastrophe, rückte an ihren Platz in der Geschichte. Auch die Bücher dieser Jahre ordneten sich anders. Von vielen trennte ich mich für immer. Ich begann zu begreifen, dass nichts ein Buch so wichtig machen kann wie die Wahrheit, nach der man sucht. Ich fing auch an, darüber nachzudenken, dass Wahrheit oder Unwahrheit nicht von selbst in ein Buch hineinkommen, sondern durch den, der es schreibt. Zum ersten Mal merkte ich mir den Namen eines Schriftstellers, Plivier. Ohne viel Lust gingen wir wieder zur Schule. Jemand, der hinter mir saß, schrieb einen Kriminalroman. Überrascht, dass so etwas offensichtlich jedem möglich war, wollte ich auch einen schreiben. Ich ließ ihn in London spielen und kam mit tintenblauen Fingern bis auf Seite 40. Dann begann ich die Beschreibung der letzten Kriegstage aus meiner Sicht. Es schien mir ein würdigeres Thema zu sein. Wieder bei Seite 40 waren meine Erlebnisse zu Ende und ich war nicht sicher, ob es erlaubt sei, sich etwas auszudenken. Dennoch las ich künftig anders, nicht nur auf Geschichten neugierig, sondern auch auf die Leute, die sie aufschrieben. Anscheinend gab es nicht nur Bücher in unübersehbarer Zahl, sondern Verwandtschaften und Bekanntschaften unter ihnen, eine besondere Welt der Schriftsteller, Literatur genannt, in der die wirkliche Welt reicher und bunter abgebildet war, als man sie mit eigenen Augen sehen konnte. Beides, das entdeckten wir nun, die Welt und die Literatur hatte man uns verschwiegen. Balzac, Stifter, Wilde, Whitman, Schiller, Lessing, Hemingway, Lorca, Gorki, Scholochow, Tucholsky, Fontane, Anna Segers, alles Namen jener Jahre, ich weiß nicht, wo die Bücher herkamen. Ich hatte einen Klassenkameraden, der Gedichte schrieb. Wir waren laute Burschen und stille Seelen. Mit Überzeugungen, die uns rasend zuwuchsen, erörterten wir Stilfragen. Es kam uns vor, als wäre uns Deutsch bis dahin eine unbekannte Sprache gewesen. Dabei ist eines Fräuleins Müller dankbar zu gedenken, die uns Effi Briest nahezubringen suchte. Die Klasse saß sorgenvoll auf gestohlenem, unter den Dielen verstecktem Schulspeisungskäse. Das Wort Liebe machte uns verlegen und rüde. Von preußischen Ehrbegriffen hatten wir uns gerade verabschiedet. Aber das ältliche Fräulein Müller, Flecke zärtlichen Eifers im Gesicht, ging uns voran in die stille märkische Landschaft Fontanes, dass nur drei oder vier ihr zögernd folgten, irritierte sie nicht. Das ist ein weites Feld, sagte der alte Briest zu seiner Frau. Es war ein Satz, den Fräulein Müller liebte, und am Ende mochten wir ihn auch. Er passt, wie ich noch herausfand, auch auf das Lesen. So, jetzt kommt noch eine Kleinigkeit, eine kleine Dankesrede. Das macht man ja dann und macht es gerne. Als ich in Düsseldorf den Helmut-Keutner-Preis bekommen habe, das war
glaube ich, noch in den letzten, das war 1990, also auch schon wieder lange her. Wer ein Drehbuch schreibt, sieht einen Film im Voraus, den er so nicht wiedersehen wird. Was man vorwiegend mit dem inneren Auge erlebt hat, muss ja nun durch vielerlei Verstand und Gefühl und Apparatur. Bei der Hinrichtung eines Drehbuches, gemeinhin Produktion genannt, wirken, könnte man sagen, verschiedene schöne Berufe aneinander vorbei. Und erst am Ende und im Fall mangelnden Erfolges missglückt dem Filmautor zusätzlich, was er sonst leicht erreicht, nämlich nicht genannt zu werden. Die Kritik entsinnt sich, dass ein Film auf einer Vorlage beruht und vermutet, sie habe nichts getaugt. Ich schildere hier als Verlust, was mir doch als Gewinn begegnet ist. Schauspielerinnen und Schauspieler, Regisseure, Kameraleute, Bühnenbildner und Beleuchter, manchmal sogar Dramaturgen, auch Produzenten, Komponisten nicht zu vergessen und schon gar nicht die Frauen am Schneidetisch. Sie alle haben mir geholfen, das komplexe Abenteuer des Filmemachens zu verstehen und an ihm teilzunehmen. In dem von Düsseldorf aus gesehen entfernteren Teil Berlins haben wir versucht, die Leute, die vor der Leinwand saßen und die wir eigentlich selbst waren, auf die Leinwand zu bringen. Wir haben über unsere deutsche Kindheit nachgedacht und über den Lauf der Zeit, die man eines Tages als Lebenszeit begreift. Vor dem Hintergrund der kunstlosen jüngeren deutschen Geschichte hoffte man in der DDR auf Kunst und ihre emanzipatorische Wirkung, und zugleich fürchtete man sie, wenn sie auch die eigenen Verhältnisse kritisch befragte. Das war ein törichter Widerspruch, beschwerlich, aber auch motivierend. Menschen leben zweimal, in der Wirklichkeit und in den Bildern von Wirklichkeit, die ihnen auch das Kino liefert. Wenn sie darauf sich selbst und ihren Ort nicht mehr fänden, erkennbar, aber auch in anderer Beleuchtung, nehmen sie mit einem alten Wort vielleicht Schaden an ihrer Seele. Wenn man auch im Kino sich nicht vergleichen könnte mit anderer menschlicher Erfahrung, verlöre man an sozialer Fantasie. Man braucht aber Fantasie, um die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich nenne Gerhard Klein, Konrad Wolf, Frank Beyer als Regisseure, ohne die ich so, wie ich es versucht habe, nicht hätte arbeiten können. Ein Drehbuch ist die Erfindung einer Geschichte zum Zwecke ihrer Verfilmung. Mehr nicht und nicht weniger. Es ist der halbe Weg, aber es ist die erste Hälfte des Weges. Schön, dass Sie diese stillere, weniger beleuchtete Strecke in meinem Fall in Augenschein genommen haben, dass Sie mich des Preises würdigen, der den Namen Helmut Keutners trägt, dass Sie mich in die Nähe der Verdienste rücken, die Sie vor mir ausgezeichnet haben. Ja, vielen Dank schon mal für diesen tollen ersten Einblick in das Buch, das ich Ihnen auch nur wärmstens ans Herz legen will. Wir haben Ihnen auch das Buch auch draußen. Es geht für 19,99 € zu erwerben, auch noch nach dem Film. Und dann wird Herr Kohlhase auch nochmal da sein, um es zu signieren. Also wenn Sie nach dem Gespräch noch da sind, auch das lohnt sich. Und jetzt noch eine Frage. Gleich startet Sommer vom Balkon. Wollen Sie uns noch was mit auf den Weg geben, bevor wir den Film jetzt sehen? So Sommer vom Balkon? Ja. Spielt im Sommer. Vom Balkon. Auf einem Balkon. Ja. Sie sehen, zu dem Film muss man nicht viele Worte machen. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß und nachher sehen wir ihn wieder. Wolfgang Kohlhase nochmal. Ganz herzlichen Dank. Nochmal herzlichen Dank. Schön, dass Sie immer noch da sind und Sie auch natürlich.
Sie haben jetzt auch noch mal die letzten Minuten dieses Films noch mal wieder gesehen. Was geht einem so da durch den Kopf? Das ist jetzt auch schon fast wieder 10 Jahre her. Na, ich habe ihn ja immer mal gesehen zwischendurch. Ja. Ich wollte einfach noch mal sehen, ob es funktioniert. So, ja. Also das kann ich nur bestätigen. Also wenn man sich den ganzen Film auch nochmal anschaut, wie sie diese Figuren da gezeichnet haben, das ist ja von einer solchen Herzlichkeit. Und ich finde, die Dialoge, die haben ja wirklich alles, was Dialoge ausmachen können. Sei es, ob sie jetzt einen trockenen Humor haben oder dann ins Melancholische übergehen oder mal richtig traurig sind, bissig, was auch immer. Es ist alles dabei. Wie macht man das in 105 Minuten? Man denkt an die Figuren natürlich, aber man denkt auch an die Schauspieler. Also, die haben sie schon im Kopf. Weil man schreibt, weil bevor eine Figur, die man irgendwo als Modell in der Wirklichkeit findet, bevor sie eine Figur auf der Leinwand wird, muss sie eine Rolle für Schauspieler sein. Da muss sie durch. Und die Figur. Und insofern denke ich natürlich, man schreibt ja ein Drehbuch nicht für einen Leser, man schreibt es für die Leute, die den Film dann machen, und man schuldet ihnen eigentlich, dass man sie nicht in aussichtslose Lagen bringt, sondern in aussichtsreiche Lagen. Das heißt, dass sie mit dem, was man aufgeschrieben hat, auch umgehen können. Und Publikum liebt Dramaturgie. Schauspieler lieben Dramaturgie, Schauspieler lieben auch Dialoge, und meiner Meinung nach lieben sie es, wenn es Pointen hat, aber auch wenn es Platz hat. Also am Dialog sind die Pausen etwas sehr Wichtiges. Wenn eine Szene ununterbrochen mit Informationen zugestopft wird, verliert sie an Schönheit, an Emotion. So, also Es hat mit Beruf zu tun, meine ich. Gut, ein guter Text muss einem einfallen. Manchmal hat man Glück, es fällt einem ein. Sie sagen es ja auch richtig, das ist Schönheit, was da entsteht, und diese Pausen gehören dazu. Und das, was entsteht, ist vor allen Dingen das Echte. Das ist ja etwas, was Ihre Filme über die Jahrzehnte hinweg fast alle auszeichnet, dass die so unglaublich authentisch wirken. Ja, ich erinnere mich, dass ich kam. Ich glaube, ja, mit diesem Film bin ich in Chicago gewesen und auf dem Filmfestival, und eine amerikanische Kolleginnen kamen und sagten, das ist ja wie im Leben, also ein großes. Und ich habe gesagt, wissen Sie, wir wissen, wenn es wie im Leben ist, hat es viel Arbeit gemacht. Mhm. Weil das Leben will nicht unbedingt in einen Film. Das ist... Das erfordert eine große Beobachtungsgabe wahrscheinlich auch. Sind Sie ein großer Beobachter? Es müssen viele schöne und wichtige Berufe mehr als einen guten Tag haben, damit ein Film so etwas werden kann. Es muss, aber wenn Sie keinen guten Tag hatten, dann kann der restliche Film eigentlich auch nichts mehr machen. Wenn es bei mir schon anfängt, dann sicher. Aber wissen Sie, man schreibt ein Drehbuch natürlich so genau wie möglich. Aber es muss ja, im Moment, wo gedreht wird, muss die Szene sozusagen nochmal neu erfunden werden. Nicht anders. Ich meine nicht, dass jeder sagt, was er will. Nein, das ist alles korrekt. Aber sie muss ja trotzdem nochmal sinnlich auf die Welt gebracht werden. Und der Film muss etwas leisten, was ein Drehbuch, das ja nur ein Teil eines Films ist, nur vorschlagen kann. Die Situationen kann ich vorschlagen, aber der Film hat etwas Wunderbares, eine wunderbare Möglichkeit, vielleicht nur der Film, das Entstehen eines Gefühls in einem menschlichen Gesicht. Dafür kann ich die Situation erfinden, aber ich kann den Vorgang nicht herstellen. Ich bin nicht verantwortlich für die Mundwinkel, sozusagen. Das müssen die in dem Moment, wo gedreht wird, müssen sie es finden, und man soll nicht schlecht vom Zufall denken. Bei aller Professionalität beim Drehen können wunderbare Sachen passieren, die man sich vorher nicht ausdenken kann. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Als Nadja hier, Uhl, die ist mitgegangen, bevor wir angefangen haben, um
wenn alte Leute gepflegt werden, um sich das mal anzugucken und damit sie eine Idee hat, wie das geht. Und dann haben wir gedreht und sie hat diesen alten Mann gepflegt und gewaschen und verabredet war nur, sie soll das so sachlich wie möglich tun. Sie soll kein Mitleid spielen, sondern ihr Mitgefühl ist, dass sie es tut. Nicht, dass sie es mit einer Rührung tut oder so. Also sie soll das machen. Und sie hat das gespielt, wir haben das gedreht und dann hatte sie an den Fingern noch Fett übrig. So, war nicht verabredet, war so, es war einfach, und um das loszuwerden, strich sie es sich auf die Arme. Und das ist ein Moment großer Schönheit, weil es plötzlich die Distanz wegnimmt. Seine Haut ist ihre Haut, ein Mensch ist ein Mensch. Ja. Das wäre mir nie eingefallen. Aber das ist in dem Augenblick passiert, als sie gedreht haben. Und das hat auch Dresen nicht erfunden. Er hat es allerdings bemerkt, was ja auch nicht unwichtig ist. Aber so will ich sagen, gibt es gerade in den Nuancen wunderbare Kleinigkeiten. Und das Drehbuch muss gut genug sein, dass solche Situationen, in denen die Schauspieler weiter produzieren können, irgendetwas, dass sowas möglich ist, das ist die Zuständigkeit unter anderem auch des Drehbuches. Aber ich habe immer ein, Entschuldigung, kein Problem, nein. Ich quatsche hier. Gerne zu. Ich will nur sagen, ich habe immer von Anfang an auch durch glückliche Verabredungen mit Partnern das Gefühl gehabt, viel machen einen Film, viele Leute und viele Berufe und Ich habe nie die Erfindung der anderen gefürchtet, sondern ich habe auf sie gehofft. Das, was Sie sagen, das klingt alles ja auch sehr universell, auch gerade wenn Sie beschreiben, wie Sie Situationen schaffen, um Gefühlen Raum zu geben. Dennoch spielen die meisten Ihre Filme in Berlin. Immer oder oft in Berlin. Hängt das jetzt ausschließlich mit Ihrer Herkunft zusammen oder dass Sie sich da einfach am besten auskennen, da die Leute am besten beschreiben können? Genau so ist es, ja. Ich kenne mich sonst ja nirgends aus. Das glaube ich Ihnen nicht. Aber Sie haben das mal gesagt. Aber es ist schon auffällig. Nee, mal ernsthaft. Ich habe eigentlich zwei Punkte gehabt in der Summe meiner Filme. Das eine war meine Kindheit, aber Kindheit als kleines Glück in großer Katastrophe. Also der Krieg, die Nazizeit, das schließt ein, das Leben meiner Eltern. Das, was man, das war für mich und ist für mich bis heute ein Gegenstand, der nie zu Ende geht, auch wenn ich darüber keinen Film mache oder so etwas. Es wohnt in mir. Das war das eine. Das andere war, mach die Haustür auf, geh vor die Tür. Das alltägliche Leben, die durchschnittliche Tapferkeit, die man braucht, um durchzukommen. Ja, so durchkommen ist so ein Wort. Was heißt denn siegen? Man muss durchkommen. Wenn man sich den Film anschaut und auch Ihre Filmografie kennt, ist da auch ein bisschen Solo Sunny noch drin in Sommer von Wolfram? Ja, natürlich. Es sind ähnliche Charaktere. Ja. Es ist auch die ähnliche Gegend. Und in ein, zwei Fällen sind wir extra an Ecken gegangen, die in Solo Sunny drin sind. Mhm. Also diese schmale Brücke, die da über die Bahn führt, wo am Ende der Junge rennt. Mhm. Das ist ein Blick in beide Richtungen, den ich sehr liebe. Da sind wir hingegangen, natürlich auch, weil wir wussten, das ist in Solo Sunny drin. Aber der Prenzlauer Berg, wenn man in Berlin nach dem Krieg anfing, Filme zu machen, in West-Berlin war Kreuzberg vergleichbar. Das war ein innenstädtischer Bezirk, der nicht zerstört war. Und wir wollten ja, also 47, 48, 49, als ich anfing, 50, nicht untergehen in Trümmern. Trümmer sind eine ungeheure Landschaft. Da kannst du nicht jede Geschichte reinpacken, die geht unter. Wir wollten ja sagen, der Krieg ist vorbei. Und da war der Prenzlauer Berg ein Bezirk, der sich anbot. Er war marode, er war proletarisch, er war Berlin, wenn man so will. Es wohnten junge Leute neben alten. Man begann zu leben und man beendete das Leben. Alles auf einem sehr kleinen Raum. Man lebte stark. Man lebte nicht leicht, aber stark. Und so ist
Prenzlauer Berg in den Filmen, die die DEFA gemacht hat, spielt eine große Rolle, weil das war, man hätte auch nach Friedrichshain gehen können, so, aber es war ein Bezirk, der sich anbot. Und was Berlin betrifft, wissen Sie, wenn man da geboren ist oder wenn man da gelebt hat, dann glaubt man, man kann sich ja täuschen, man weiß ein bisschen mehr über die Dinge dort. Und weil ein Film braucht ja nicht nur Texte, er braucht auch Untertexte, er braucht einen Umgang mit Sprache. Sprache ist ein Spiel. Sprache, in Sprache kann man sich öffnen, man kann sich auch verstecken. Sprache kann das Gegenteil meinen von dem, was sie direkt sagt. Also alles das stand mir zur Verfügung und ich wäre ganz hilflos, wenn ich Filme dieser Art, dieser Art, also die wirklich anscheinend an der Oberfläche der Stadt spielen, ich könnte das in Bayerisch mir nicht mal vorstellen, was mich betrifft, meine ich. Und das ist eine wunderbare Sprache, Bayerisch, mit anderen Untertexten und so, aber ich habe keine Ahnung davon. Also ich muss in Berlin bleiben. Wir sind froh darüber. Bevor ich das Gespräch zu Ihnen öffne, noch eine letzte Frage, weil die ist wichtig, denn die unterscheidet Sie auch nochmal sehr von vielen anderen Ihrer Kollegen. Sie haben, wenn man sich Ihre Filmografie anschaut, immer wieder sogenannte Partnerschaften, haben Sie es, glaube ich, genannt, mit Regisseuren gehabt, wo Sie über einen längeren Zeitraum dann immer mit denen verbunden waren. Das war zuerst Gerhard Klein, dann Konrad Wolf, Frank Beyer, Andreas Dresen ist vielleicht auch sogar schon zu nennen. Was macht oder wie kommt es A dazu und B, was ist für Sie daran so wichtig an so einer so langen Zusammenarbeit? Kann man da ganz andere Dinge ausprobieren? Naja, wissen Sie, Partnerschaft ist, wenn wir schon darüber geredet haben, Film ist eine gesellige Art von Arbeit, dann ist die Wahl von Partnern auf Gegenseitigkeit, ja. Also gut, ich wünsche mir einen, aber vielleicht will der ja auch mit mir oder so. Die Wahl von Partnern ist der halbe Weg, weil wenn, sagen wir mal, wenn zu einem Problem 10 Punkte gehören würden, dann muss man in 8 Punkten übereinstimmen. Die 2, die offen bleiben, sind schwierig genug. Eine wichtige Voraussetzung ist eigentlich die erste, man muss ähnliche Filme schlecht finden. Das ist alles wie im echten Leben, ne? Ja. Ja, aber gerne wollen wir eben die Fragen auch öffnen. Sie hatten eine, so, ich komme kurz zu Ihnen. Ja, wir haben das die Kamera mitlaufen. Mich würde interessieren, da ich glaube, dass Sie nie eine alleinstehende Frau in Berlin waren, wie Sie das erarbeitet haben. Also haben Sie sozusagen so viele Beobachtungen in Ihrem Umfeld gemacht, dass Sie dann anfangen können, Ihr Drehbuch zu schreiben? Oder haben Sie eine Idee, ich möchte gerne eine Geschichte schreiben über 2 Frauen in Berlin, und schauen Sie dann nochmal genauer hin? Also gibt es sozusagen in der Entwicklung nochmal eine Recherche, weil es ist, glaube ich, egal, ob Sie in Bayern sind oder nicht, denn Sie müssen doch so genau in eine Welt schauen, die nicht Ihre eigene ist. Das nehme ich mal an. Wie haben Sie das gemacht? Ja, also ich gehe nicht aus von einem Problem, also sozusagen von einer moralischen Fragestellung oder sowas, sondern ich hoffe, dass mir Geschichten begegnen und bin natürlich, da ich Geschichten gern erzähle, auch nicht komplette Filme, andere Geschichten nicht. Mich interessiert, wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen sind. Und dann findet man, wenn man offen ist für das, was passiert, wenn man sozusagen seinem Nachbarn begegnet, dann findet man Motive oder man findet den Ansatz einer Geschichte. Und dann es ist beides, es ist Finden und Erfinden. Man findet etwas, dann hat man aus mancher schwer erklärlichen Gründen das Gefühl, das könnte vielleicht ein Film sein, dann erfindet man das um, so wie man manchmal etwas erzählt bekommt und indem man es sich merkt, sagt man, das kann man besser erzählen. Also es ist so ein, es hat immer auch schon ein Arbeitsvorgang oder du machst dir innerlich ein Häkchen, das heißt einfach merken.
jetzt nicht Wort für Wort, nicht das Mitschreiben von Ausdrücken, oder da muss man vorsichtig sein. Es ist nicht so unmodern wie das Modische von gestern. Also man muss keine Redeweisen protokollieren oder sowas. Die Denkweisen sind es eigentlich, die der Reiz sind. Und also, aber mal konkret, ich kannte eine Geschichte von einer Frau, sagen wir, bleibt man mal bei diesem Film, die sozusagen sich auf mit großem Feuer im gewissen Sinne in verlorene Geschichten warf, in Beziehungen, die ihr von Anfang an nicht geheuer waren. Aber es steckte eine Kraft drin, es war ihre Entscheidung und sie hatte obendrin Selbstironie. Sie konnte eigentlich auch über sich selbst lachen, das ist ja jedem zu empfehlen, wenn man es hinkriegt, dass man ab und an über sich selbst lacht. Und so hatte ich den Umriss so einer Geschichte wie die zwischen dem Tracker und dieser Frau. Dann hatte die Frau eine Freundin, die Freundin brauchte ich aber sowieso, weil sie kann ja nicht monologisieren. So, dann war diese wirkliche Freundin, die sie hatte, die auch was mit Alkohol zu tun hatte, war aber eine Kunstmalerin. Dann war eine Überlegung, als wir anfingen mit Andi Dresen darüber nachzudenken, das haben wir das rausnehmen wollen, weil warum man in der Kunst scheitert, ist ein hochkompliziertes, ganz anderes Problem, als ob man überhaupt scheitert oder so. Also sagt mir, die sollte eine Nähe zu Bildern behalten, aber daraus wurde sie dann das war eine richtige handwerkliche Überlegung am Stoff, lass sie eine Dekorateurin sein, dann ist das auch ein irgendwo offener Beruf mit ein paar größeren Ideen als nur die Schaufenster vollzustellen, aber man ist die Kunstproblematik los, die ein eigenes Feld ist. So. Und dann hörte ich aus einer ganz anderen Ecke die Geschichte von einem Jungen, also streng genommen die Geschichte mit dem Jungen, der immer mit dem Mädchen läuft und sozusagen auf Turnschuhen in seine erste Katastrophe läuft. So, die hatte ich von woanders und sagte, Mensch, die passt ja dazu. Und so ergibt sich dann ein Ensemble von Figuren oder von, in diesem Fall meine ich jetzt, von Möglichkeiten. Und dann wird es allmählich eine Geschichte. Ich hatte, und es braucht Zeit in meinem Fall. Also die Grundmotive dieser Geschichte haben bei mir wenigstens 3-4 Jahre gelegen. Ich habe das auf 20-30 Seiten aufgeschrieben. Und es war abgelagert, aber ich habe immer mal dran gedacht, sozusagen. Es lag an meinem Herzen und da lag es gut. Haben die beiden Damen sich wiedererkannt? Wie bitte? Als Sie den Film gesehen haben, die beiden, von denen Sie gerade gesprochen haben? Ich glaube, beide waren, wenn ich den Interviews trauen darf, die Sie damals gegeben haben, beide waren zufrieden mit ihren Rollen und auch mit... Ich meine auch die echten quasi, die Sie beobachtet haben. Das waren nicht so direkte Vorbilder. Okay. Das war nicht ein retuschiertes Foto oder was. Da ist ganz viel Erfindung drin und wie die mit dem Tracker umgeht oder... Der Tracker mit dir. Der Tracker war wiederum, der hätte ja auch anders sein können. Also diese Jungs mit dem starken, aber nicht klopffesten Selbstvertrauen. Diese Sprücheklopfer-Jungs, die kennt ja irgendwo jeder. Und es war die Idee von Andreas Dresen, ihn so zu besetzen. Wenn du dir nur die Geschichte vorstellst, kannst du auch sagen, da nehmen wir einen richtigen aus der Hüfte schwitzenden Muskelmann. Wir nehmen ihn direkt. Und dann kam aber Andreas Dresen und brachte Andreas Schmidt an, der den Tracker immer neu produzieren muss, der sich eigentlich an seinem eigenen Bild hochzieht. Und dadurch kriegt die Geschichte eine andere Nuance, aber sie wird noch
farbiger. Dazu kommt, dass er natürlich wunderbar sozial genau war. Weil am schwersten für Schauspieler ist es, eine soziale Realität zu spielen, wenn sie sie nicht kennen. Das alles böse kannst du spielen oder gut, aber die Tonlagen, und das konnte Nadja, das konnte er auch wunderbar. Also der Ton macht die Musik, nicht? Aber den habe ich mir an sich so ausgedacht, dieser, ja, ein Bescheidwisser, der also, aber es reicht nicht so weit letzten Endes, ja. Können Sie uns noch ein bisschen mehr Einblick geben, gerade jetzt vielleicht an diesem konkreten Beispiel, wie Sie denn dann mit dem Regisseur zusammenarbeiten? Also gibt es diese Phase vorher nur? Wo endet die? Sind Sie beim Castingprozess noch dabei? Sind Sie vielleicht sogar am Set noch in irgendeiner Weise involviert? Ja, das ist mit jedem Regisseur anders. Natürlich über Besetzung, wenn man die Arbeit ernst nimmt, die man selbst macht und die Zusammenarbeit, habe ich... Ich am Ende muss der Regisseur entscheiden, wen er nimmt, aber natürlich kann ich meine Meinung sagen oder ich kann vor allen Dingen auch meinen Einwand sagen, wenn ich einen hätte. Und er wäre ja dumm, wenn er nicht auf mich hört. Nicht, weil meine Meinung besser ist, sondern weil da sitzt ihm ja dann dauernd ein Zweifel im Rücken. So. Also das heißt, man versucht sich natürlich zu verständigen über wer sollte das spielen. Und in diesem Fall, ich hatte mit Nadja schon einen Film gemacht und er wollte Nadja auch gerne haben. Nadja Uhl, das war also unkompliziert. Er kannte Inka Friedrich, die ich wunderbar finde. Mit der hatte er schon einen Film gemacht. Andreas Schmidt kannte ich nicht, war aber glücklich, dass er ihn besetzt hat letzten Endes. Und mit dem Dabeisein, das war ganz verschieden. Also mein erster Regisseur, Gerhard Klein, lange her, mochte das eigentlich nicht. Der bastelte sich in die Szenen rein, hatte es nicht gern, wenn jemand dabei war, wo er dachte, der überlegt sich das jetzt mit parallel. Und also es störte ihn. Aber das hieß nicht, dass ich nicht generell sah, was gedreht wurde und so. Andy Dresen, dies war unser erster Film, sagte, wir freuen uns immer, wenn du kommst. Bin ich hingegangen, haben sich nicht gefreut. ich werde es erklären, es war sehr freundschaftlich oder kein Konflikt. Aber wenn du wirst, wenn du da hingehst als Drehbuchautor und nun auch noch so ein gewisses Alter hast, sage ich mal, und so, dann Du bist ja nicht zu übersehen, dann bist du dabei. Und du wirst aber nicht wirklich gebraucht. Alle anderen werden wirklich gebraucht, die Leiter tragen und das Bild ein Stück weiter hängen. Alle werden gebraucht. Du wirst nicht wirklich gebraucht, aber es entsteht eine andere Art. Die Schauspieler sagen, die Schauspieler spielen anders, unter Umständen. Oder spielen auch im Hinblick auf den Gast. Und wollen auch dem Gast gefallen. Tatsächlich? Also, ja, na sicher. Und ein anderes Problem ist, wo stellst, habe ich lange gebraucht, um das zu begreifen, wo stellst du dich hin? Wenn der Schauspieler arbeitet, ist nackt im gewissen Sinne. Er tut das eine professionell, aber etwas anderes von ihm wird benutzt, das kann er gar nicht kontrollieren. Seine Natur wird benutzt, sein Naturell, seine Art, sich zu bewegen, die Poren seiner Haut werden benutzt, wenn man will. Das ist eine zweite Dimension neben der professionellen, der so. Und wenn er es gemacht hat, will er wissen, wie es war. Ob er unbekannt ist oder hochberühmt, er will wissen, wie es war. Und er richtet ein fragendes Auge auf jemand, der es ihm sagen könnte, wie es war. Das ist in der Hierarchie der Dreharbeit der Regisseur. Wenn jetzt da ein zweiter daneben steht, er will ja nicht in mehrere Gesichter gucken, er will in eins gucken. Wenn jetzt auch noch eine Meinungsverschiedenheit vorläge zwischen dem Regisseur und mir, der ich daneben stehe, der Regisseur nickt ihm freundlich zu und ich gucke auf meine Schuhe, weil ich will eigentlich sein. Da, wissen Sie, das sind
Irritationen in hochsensiblen Momenten. Konrad Wolf, der, bei dem ich fast immer beim Drehen war, da, unsere Verabredung war umgekehrt, der mochte das und so, aber der sah, aber ich habe begriffen, man muss aus der Blickachse gehen. Lass den Schauspieler zufrieden in dieser Phase seiner Arbeit. Kannst ihm beim Mittagessen sagen, du, ich habe vorhin, überleg doch mal, oder das ist was anderes. Und Konrad Wolf, weiß ich, sagte oft überhaupt nichts. Alles schwieg still, es war gedreht worden. Er dachte lange nach. Und dann sagte er zum Schauspieler, weißt du, wir machen es nochmal. Und dann wusste der Schauspieler nicht genau. Er wusste, wenn es ganz schlecht gewesen wäre, hätte er es wahrscheinlich gesagt. Wenn es gut gewesen wäre, muss er es ja nicht nochmal machen. Also irgendwas ist noch offen. Und das sensibilisiert auch wieder. Es sind ja, weil das Merkwürdige beim Film im Gegensatz zum Theater ist, ja, es muss nur einmal gut sein. Wenn es gut ist, muss es nie wieder gut sein. Er muss es nicht wiederholen können. Es so, während die Schauspieler auf der Theaterbühne haben den gesamten Abend zu balancieren. Jedes Mal neu, jedes Mal vor einem anderen Publikum. Aber es muss nur einmal gut sein. Und das sind wunderbare, das sind so sensible Dinge. Und wenn man sie verstanden hat, dann steht man da nicht unnötig rum. Und die Technik heute ist natürlich, war früher ja nicht dran zu denken, die Produktion hat mir freundlicherweise immer die Tagesdinge ins Haus geschickt. Also ich konnte abends sehen, das kannst du heute ja überspielen, konnte abends sehen, was am Tag oder am nächsten Abend sehen, was am Tag passiert war. Also man konnte sich immer verständigen und dazu kommt noch was, wenn du hingehst zum Drehen, musst du streng genommen immer hingehen, weil sonst fehlen dir wichtige Dinge. Du kommst dahin am Mittwoch und sagst, du, wieso hat denn die so einen komischen Hut auf? Steht der im Drehbuch? Er sagt ja, du, wenn du gestern hier gewesen wärst, würdest du die wissen, warum die den Hut auf hat. Aber niemand hat Lust anzuhalten, um es dir zu erklären. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Also ich will sagen, die Arbeitsteilung schließt die Freundschaft nicht aus und schließt die Zusammenarbeit nicht aus, aber die Arbeitsteilung macht einen Sinn. Dass in einem bestimmten Maß muss es so und so, jeder trägt seinen Teil dazu bei. Ja, so ist so ungefähr. Spannend. Haben Sie noch eine Frage oder eine Anmerkung? Ansonsten habe ich noch eine allerletzte, die mich wirklich interessiert auch noch, weil Andreas Dresen gilt ja so ein bisschen als der Vorzeige-Improvisationsfilmer in Deutschland. Und jetzt nimmt er sich einen Drehbuchautor dazu. Und hat er dann trotzdem noch ein bisschen improvisiert oder musste er damit sich kämpfen oder mussten Sie mit ihm kämpfen oder wie lief das ab? Nein, ich meine, er hat ja Filme gemacht. Klar, er hat auch andere. Wo ich nicht dabei war, die er improvisiert hat. Aber das Wort muss man auch genauer untersuchen. Er hat versucht und man kann, wenn man die Filme kennt, sieht man es ja, die Situation vorzugeben, auszudenken und dann mit den Schauspielern zusammen Texte zu finden, die sich aus der Situation ergeben. Das führt nebenbei gesagt dazu, dass man sehr viel dreht. Also das Gefühl, die probieren wir mal und so, dann haben wir den. Das verlagert einen wichtigen Teil der Arbeit an den Schneidetisch, wo immer ein wichtiger Teil der Arbeit ist, aber da ist die Rolle des Schneidetisch, also der endgültigen Entscheidung und der Auswahl und der Pointierung des Materials noch wichtiger. In unserem Fall. Szenen sind ja dann nicht wiederholbar auch. Ist nicht wiederholbar, nein. Du musst sehr viel haben und da musst du sehen, wie du weiterkommst. Eben. In unserem Fall war klar, dass die Geschichten sind von anderer Art und er ist ein sehr dialogtreuer Regisseur, weil aber natürlich nur, wenn er die Dialoge mag, wenn sie ihm gefallen, dann macht er das Wort für Wort, weil man nicht aus Erklärung, sondern weil es ja sonst vielleicht nicht funktioniert. Weil ein Dialog hat ja nicht nur ein paar Vokabeln, er hat auch einen Untertext, er hat eine Spannung, er ist
So, also in unserem Fall war klar, es wird das bei dem Typ Geschichte. Nebenbei gesagt, kannst du, so wie es komisch werden soll, bist du mit dem Improvisieren ganz schnell an der Wand. Weil die Vorstellung, wenn sich die Schauspieler amüsieren, ist der Film komisch, ist falsch. Das führt zu nichts. Und so, und aber im Fall von diesem Film war klar, wir wollten zwei Dinge improvisieren. Von vorher verabredet. Alles andere ist minutiös inszeniert. Das war die Sache mit dem Tracker, der Streit mit dem Unfall. Und es war die Aufnahme ins Krankenhaus. Der Streit mit dem Unfall war noch nicht mal unbedingt, aber er ist zur Improvisation geworden, weil unsere Assistentin hat einen Marktschreier, einen Bananenverkäufer gefunden. Das war der da mitspielt, und der war so wunderbar. Und die Qualität der hinten drauf fährt. Ja, der darauf fährt. Und die Qualität von Andreas Schmidt, der darauf nicht gefasst war, war, dass er gegengehalten hat. Ja? Ich hatte diesen Dialog im Prinzip geschrieben, aber viel kürzer. Wir hatten am Ende 200 Meter Schimpfen, aber die wurden immer besser. Die wurden immer besser. Und also, so, das war passiert und ist eine Stelle von Schönheit. Das hat er da natürlich laufen lassen, als es so funktionierte. Und von Anfang an wollten wir improvisieren die Aufnahme des Krankenhauses. Weil wir haben da mit den Ärzten geredet und wie das so ist. Und das ist auch nicht geprobt. Die ist angeliefert. Und die Einzige, die dort spielt, ist Inka Friedrich, die Frau. Und die haben vollkommen ihre Nachtdienstroutine durchgeführt. Diesen Ärzteton, na, wie geht's uns, na, wollen wir mal. Und es waren 6 Minuten und die Szene war drin. Da hättest du mit Schauspielern wahrscheinlich 3 Stunden gearbeitet. Weil die Vorgänge ihre Zwangsläufigkeit haben. Das war verabredet, also das war auch sein Vorschlag, das improvisieren wir mal. Und die Ärztetexte, natürlich kann man sich die sagen lassen oder man guckt dreimal zu und dann schreibt man sie auf, das geht auch. Klar. Aber in diesem Fall haben wir gesagt, gar nicht erst aufschreiben, einfach mal passieren lassen, und das hat funktioniert. Also das war eine verabredete Improvisation, die dann in 6 Minuten gedreht war. Ja. Ich kann nur sagen, herausgekommen ist eine wirklich großartige Mischung. Danke für diesen tollen Film. Danke. Hier ist eine Frage. Oh Gott, das machen wir doch gerne. Ja, Fragen müssen sein. Und zwar gibt es ja eine ganz kurze Einstellung, wo Axel Prahl dabei ist. Ja. War das so ein Einfall von Dresen selbst? Oder nee, habe ich nichts mehr zu tun. Das ist die machen ja auch zusammen Musik. Also Axel Prahl hat eine Band und Andi spielt da. Spielt er da mit? Ja, nein, der spielt nicht mit. Andi spielt mit in der Musik von Axel Prahl. Das ist jetzt privat, hat nichts mit dem Film zu tun. Und die haben, seit sie zusammenarbeiten, seit halbe Treppe, haben die verabredet, in jedem Film, den Andi Dresen macht, dass er einmal Axel Prahl dreht. Ob er spielt oder nicht, ob es eine Rolle ist oder nicht. Und die haben jetzt das Unterproblem, dass Axel Prahl immer, er kann ja da mitspielen, indem er da sitzt, aber Axel Prahl bietet immer mehr an, als verlangt wird. Und hier hatte er auch vorgeschlagen, er könnte doch da mal vom Stuhl fallen und irgendwie sowas. Also, aber dass er immer drin ist, ist ein Privatabkommen zwischen... Ja. Ja, na, vielleicht war er nicht dabei, Dresen, aber immer wenn die können, also der sicher macht Prahl sehr viel öfter Musik oder Andi ist nicht dabei, aber er spielt von Fall zu Fall mit in der Band, ja.
Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich könnte noch stundenlang zuhören, ganz ehrlich. Und für diesen Fall, falls Sie auch noch nicht genug haben, empfehle ich nochmals dieses Buch Um die Ecke in die Welt über Filme und Freunde. Da gibt es viel, viel mehr noch zu erfahren, was Wolfgang Kohlhase uns so mitgeben will. Dieses Buch, muss ich noch sagen, ist ja keine Belletristik und ist auch kein... Aber es ist so ungefähr das, was Sie auch vorhin gehört haben. Es ist ein Buch, weniger zum Vorlesen als zum Nachlesen. Und weniger zum Durchlesen als zum Drinlesen. Also das sage ich nur, damit hier kein Etikettenschwindel stattfindet. Und wenn Sie noch mal was davon hören wollen, morgen ist Wolfgang Kohlhase auf der Buchmesse an dem Stand des Verlages, des Eugenspiegel-Verlages Neues Leben. Ja. Ist er dann nochmal, ich weiß nicht, wie viel Uhr, wissen Sie es? Da bin ich sehr kurz, glaube ich. Sind Sie sehr kurz. Dann harren Sie einfach den Tag über aus, dann werden Sie ihn nochmal sehen. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank nochmal. Wolfgang Kohlhase, schön, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank. Danke Ihnen auch. Danke.